Hallo zusammen, willkommen zurück zur Programmierung. So, ja, keine spezielle Sprache, wie ihr das hier schon gewohnt seid. Was wir heute machen wollen, ist nochmal ein bisschen was zu Funktionen, und zwar eine Inline-Funktion. Und jetzt haben wir wahrscheinlich die Leute, die sagen, hier, das gibt es ja in vielen Programmiersprachen überhaupt nicht. Das gibt es ja nur in C++. Stimmt so nicht. Es gibt in vielen Sprachen die Option, dass ihr eine Funktion als Inline-Funktion definiert und dass die dann eben auch als solche behandelt wird. Und das Ganze ist eine Compiler-Optimierung. Das heißt, viele Programmiersprachen machen das, ohne dass ihr das wisst. Aber manche sagen zu euch, hey, du kannst uns das jetzt extra sagen, ob du das haben möchtest oder nicht. So, schauen wir uns mal ganz kurz eine sogenannte Inline-Funktion an. Für die Leute, die es noch nicht wissen, ich bin umgestiegen, anderes Betriebssystem, deswegen habe ich hier gerade noch nicht die alten Dokumente wieder offen und ja. Okay, also wir sagen einfach, wir haben eine Inline-Funktion, Function, sagen wir mal, sie heißt einfach mal Square für Quadrat berechnen, und die übernimmt einfach nur, keine Ahnung, ein Float A. So. Und jetzt wollen wir hier einfach sagen, hey, wir wollen dazu jetzt eine Funktion kurz schreiben. Das ist ja im Endeffekt nicht schwer. Return. Und jetzt haben wir hier Function Square Float A. Naja, wir wollen das Quadrat davon berechnen. Also sagen wir einfach mal A geben wir zurück. Gut, das ist eigentlich schon eine relativ simple Funktion, die ihr mittlerweile auch selber schreiben könntet. Wir können das ganze Ding auch Quadrat nennen, dann ist es vielleicht eindeutiger. Und jetzt, was macht eine Inline-Funktion? Wenn wir jetzt irgendwo in unserem Main-Code rumgammeln, also sagen wir mal, hier ist unser Main-Code, da ist unser normales Programm dann. Sagen wir einfach mal, hier ist unser normales Programm, also ganz normal unten drunter. Und jetzt rufen wir diese Funktion auf. Wir wollen jetzt einfach sagen, wir wollen ausgeben, und zwar das Quadrat, upsala, ich kann nicht tippen, das Quadrat von 4 ist, oder das hört sich irgendwie bescheuert an, 4 hoch 2 ist gleich. So, easy. Okay, und jetzt wollen wir hier dieses Quadrat ausgeben und sagen, hey, wir geben jetzt hier Quadrat von 4 ein. So, was jetzt normalerweise passiert, also bei einer normalen Funktion, und jetzt geht es ein bisschen in die Compiler-Theorie rein und ein bisschen auch in das, also nicht mehr Programmieren an sich, sondern tatsächlich noch ein bisschen tiefer in die Struktur, wie es tatsächlich auch in eurer CPU und überall sonst aussieht. Okay, dazu male ich mal hier so ein bisschen rum. Wir haben hier, das sind eure sogenannten Register, also da speichert man tatsächlich irgendwelche Sachen dann drin. Also sagen wir mal, hier haben wir eine Variable, int z gleich, keine Ahnung, 2. Zum Beispiel. Und wir sagen int z gleich 4, und jetzt geben wir dieses z hier mit rüber. Das ist sogar noch interessanter. Jetzt müssen wir natürlich hier durch diesen Befehl int z gleich 4 erstmal Speicher anlegen, tatsächlich in unserem Arbeitsspeicher, damit wir mit diesem z überhaupt arbeiten können. Theoretisch liegt der sogar in der CPU teilweise, weil wir das hoch optimieren wollen, und wir wollen natürlich auf dieses z dann relativ häufig zugreifen. Und deswegen liegt das Ding jetzt gerade da. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier irgendwie eine 4 drin stehen, und das ist an Speicheradresse, was weiß ich was. Also irgendwelche komischen Zahlen, normalerweise hexadezimal angegeben, aber da liegt jetzt zum Beispiel 4 drin. So, das ist alles, was wir an Speicher gerade brauchen. Was wir jetzt machen, ist dieser Print-Aufruf. Den lassen wir jetzt einfach mal weg, und wir sagen, das Ganze speichern wir als String ab. Das heißt, wir speichern nur die Zeichenkette am Ende. Wir sagen einfach mal, das Ganze ist eine Zeichenkette, das heißt, am Ende steht hier einfach 4 Quadrat ist gleich 16 in einem String. String S. So. Weil mit Funktionen ist das Ganze so ein bisschen kompliziert dann noch. Das Gleichheitszeichen, Achtung, ist nur in unserem String drin, das heißt, das ist keine Zuweisung. Also am Ende steht wirklich nur das Ding hier da. So, das heißt, wir müssen diesen String S anlegen. Aber wie legen wir den jetzt an? Hier ist nämlich ein Funktionsaufruf drin. Okay. Das heißt jetzt für uns Folgendes. Wir müssen in diese Funktion reinspringen. Und jetzt tun wir mal so, als wäre das Ding keine Inline-Funktion. Dann springen wir in diese Funktion rein. Was das jetzt bedeutet ist, wir legen neuen Speicher für die Funktion an. Das heißt, wir sind quasi in einem anderen Speicherbereich. Und jetzt sagen wir, hey, unsere Rücksprungadresse ist die Adresse von dieser Programmzeile sozusagen, damit wir nachher wissen, wo es weitergeht. Also sagen wir, okay, Rücksprungadresse,
Das ist jetzt, sagen wir mal, hier 6, weil, also das ist quasi die Adresse davon oder die Zeile von unserem Code. Normalerweise ist es nicht einfach nur 6, sondern ein bisschen komplizierter, weil das Ganze auch noch kompiliert wird. Aber wir sagen jetzt einfach mal, wir springen an Zeile 6 zurück. Gut. Und dann gehen wir ein bisschen weiter und sagen, okay, wir wissen jetzt, wo wir wieder hin müssen, wenn wir hier fertig sind. Jetzt müssen wir aber auch noch diese Variable, die wir hier als Parameter übergeben, müssen wir auch noch auf unseren sogenannten Stack packen. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier, das ist ein bisschen woanders, wir müssen jetzt hier auch noch hergehen, oh, ich weiß nicht, ob ihr das gerade überhaupt noch so alles perfekt sehen könnt, deswegen mache ich mal hier wieder ein bisschen kompakter. Wir müssen hier die 4 draufschreiben, denn Z ist ja 4. Also wir kopieren das ganze Ding sozusagen auf unseren Stack drauf, damit wir nachher in der Funktion, also ab hier fängt sozusagen das an, was die Funktion zur Verfügung hat. Das heißt, das ist das, mit dem ich jetzt in der Funktion arbeiten kann. Mit der Rücksprungadresse kann ich eigentlich nicht arbeiten, weil die sollte man nicht anfassen, aber vielleicht werden wir das in der Sicherheitsserie nochmal kurz uns angucken, was da genau passiert. Okay, so, und diese beiden Werte habe ich jetzt hier. Jetzt steht hier Return A mal A. Na gut, jetzt müssen wir hier irgendwie, nachdem wir diese Berechnung hier ausgeführt haben, also dieses Return A mal A, diese 16, die wir hier im Prinzip auch erstmal in eine andere Variable speichern, also wir speichern uns das Ganze in einer neuen Variable, die nennt sich dann 16 oder hat keinen Namen, heißt einfach nur, oder hat den Wert 16. So, und jetzt können wir sagen, okay, das hier brauchen wir nicht mehr, das ist unsere Return-Adresse, das heißt, wir springen zurück an diese Stelle hier und fügen dort die 16 ein, das heißt, die 16 übertragen wir in diesen Speicherbereich von unserem Hauptprogrammcode und das hier können wir wieder löschen. So, und dann geht es hier weiter, jetzt steht hier sozusagen eine Variable 16, also wir haben diese Variable z gleich 4, diese Variable mit keinem Namen und dem Wert 4 ist hier, und dem Wert 16 ist hier auch noch da und das wird jetzt zusammen in einen String gepackt. Ja, ich weiß, theoretisch müsste man hier noch konvertieren, aber das lassen wir mal außen vor. Converts und so weiter machen wir sowieso noch ausführlicher, wenn es um Klassen geht. Und jetzt wird das Ganze in einen String gespeichert, das heißt, s hat nachher den Wert 4 Quadrat ist gleich 16. So, und das kann man dann natürlich ausgeben und dazu muss man wieder eine Print-Funktion aufrufen. Print ist ja auch nur eine Funktion, das heißt, wir haben hier am Ende Print von s. Und dazu wird wieder mal genau dieser String hier als Parameter mit übergeben. Die Return-Adresse wird reingespeichert. Übrigens, das, in welcher Reihenfolge jetzt war es, also ob hier zuerst die Parameter stehen oder zuerst die Return-Adresse, das sucht sich quasi jede Sprache für sich aus. Meistens ist es eigentlich andersrum. Das heißt, zuerst die Parameter, dann die Return-Adresse, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wie gesagt, es ändert sich von Programmiersprache zu Programmiersprache eigentlich. So, und das heißt, wir haben jetzt hier diesen Wert noch in unserem Register oder in unseren ganzen Registern drin. Und Print an sich führt, wie gesagt, nur eins aus, nämlich es ruft oder es gibt das Ganze auf dem Screen aus, das heißt irgendwie auf der Kommandozeile und gibt das Ganze aus und dann braucht es diesen Wert nicht mehr, springt zurück an Stelle 7 und da sehen wir, hey, unser Programm ist fertig, also sind wir komplett fertig und dann können wir alles löschen. So, jetzt, das ist der Ablauf einer normalen Funktion. Jetzt haben wir aber Inline-Funktionen und Inline-Funktionen funktionieren ein kleines bisschen anders. Also ich hoffe, ihr habt das bis hierher verstanden. Wie gesagt, das ist alles jetzt Speicher und bla bla bla, alles intern und auch nicht alles so absolut konkret, wie es wirklich genau aussieht. Das soll euch nur eine kurze Idee geben, warum das jetzt effizienter ist, wenn ich hier eine Inline-Funktion definiere. So, was mit Inline-Funktionen jetzt nämlich ist, das kopiert mir einfach den kompletten Code hier rein, also direkt reinkopieren. Das bedeutet, hier steht dann wirklich, wenn ich das Programm fertig compiled habe, stehen da nicht mehr zwei Funktionen und ich muss in die Funktion erst noch reinspringen. Nein, hier steht wirklich einfach nur drin, also diese Funktion Quadrat gibt es später in meinem Programm, wenn ich es kompiliert habe oder wenn ich es ausführen möchte, gar nicht mehr, sondern es steht einfach nur A mal A drin. Das heißt, es kompiliert wirklich das Ding da rein, es copy-pastet wirklich einfach. Und warum ist es jetzt schneller? Naja, wir haben hier diesen Wert 4. So, und jetzt müssen wir aber keine Adresse mehr aufrufen oder sowas, sondern wir haben hier tatsächlich, also wir müssen einfach im Endeffekt diesen Schritt nicht machen, dass wir hier reinschreiben, wir sind jetzt in Zeile 6 und hier hast du den Parameter 4 und dann berechnest du 16, sondern wir können direkt hier einfach sagen, hey, es werden 16 berechnet und die in den String s reingeschrieben, das heißt, hier steht dann am Ende 4 Quadrat gleich 16.
Und das ist tatsächlich auch alles, was hier passiert. Wir brauchen einfach diesen Schritt, dass wir die Register irgendwie sichern, also dass wir die ganzen Sachen irgendwo anders hin kopieren, dass wir die Speichervariablen hier für unsere Funktion vorbereiten. Das brauchen wir alles tatsächlich nicht. Und deswegen ist es in manchen Fällen, wenn man wirklich extrem effizient programmieren möchte, das heißt irgendwelche Brute Force Sachen, irgendwelche Spiele normalerweise auch, da sind dann Inline-Funktionen vielleicht eine Optimierung, die wirklich was bringen kann, weil es eben ja im Endeffekt 2, 3 Befehlszeilen weniger sind, die wir jedes Mal, wenn eine Funktion aufgerufen wird, eben brauchen. Und 2, 3 Funktionen sind tatsächlich einiges, also ich kann da mal vielleicht kurz ein Beispiel geben. Wenn wir ein Bild rendern wollen, also das heißt, wir wollen vielleicht für 4K ein Bild berechnen und wir müssen für jeden Pixel ein einziges Mal eine Funktion aufrufen. Und jetzt der Unterschied zwischen Inline und Nicht-Inline. Das heißt, wir haben hier schon mal, also gut, keine echten 4K, aber das, was wir halt jetzt zum Beispiel immer als Bildschirm angedreht bekommen, als 4K, haben wir 3840 mal 2160 Pixel, was wiederum insgesamt eine sehr, sehr große Zahl ist. Und ja, wir sehen hier mehrere Milliarden, also 8,3 Milliarden ungefähr. Und jetzt sagen wir, für jeden dieser Pixel muss eine Funktion aufgerufen werden. Nur einmal. Und das ist wirklich sehr, sehr wenig. Normalerweise braucht man für einen Pixel meistens mehr als eine Funktion. Normalerweise hat man für jeden Pixel mindestens 3 Funktionen. Einmal für den Rotkanal, für den Grünkanal und für den Blaukanal. Das heißt, wir haben das Ganze hier theoretisch mal 3, aber das ist jetzt egal. Und wie gesagt, wir sparen so circa 3 Operationen. Das heißt mal 3. Und jetzt das Ganze vielleicht durch einen 3 GHz Prozessor. Das heißt, 3, ich mache mir hier gerade mal kurz Hilfepunkte. Das sind keine Komma-Punkte, sondern einfach nur Millionen und Milliarden Punkte. Mega, Kilo, so. Okay, also durch das hier. Und dann kommen wir bei ungefähr was raus. Ich habe das mal ganz kurz im Taschenrechner eingegeben. 0,0083 Sekunden pro Bild, was berechnet wird. Und wenn wir jetzt halt, sagen wir mal, 1000 Bilder berechnen, dann sind das mehrere Sekunden tatsächlich. Und wenn wir das halt wirklich sehr, sehr häufig machen, zum Beispiel, wenn wir jetzt an Spiel denken wollen oder wir wollen einen kompletten Kinofilm berechnen, da wisst ihr, hat jede Sekunde hat ungefähr 30 Bilder. Das heißt, wenn wir einen Kinofilm haben, dann sparen wir da am Ende ein bisschen was dabei. Und ja, wie gesagt, es ist selten wirklich nur ein einziger Funktionsaufruf hier. Normalerweise sind wir hier wirklich bei mehreren tausend Funktionsaufrufen pro Bild. Und dann spart man natürlich da schon vielleicht einige Tage Rechenleistung am Ende. Und ja, die möchte man natürlich einfach. Also wenn man einfach so eine easy Optimierung benutzen kann, dann nimmt man das auch ganz gerne mal. So, jetzt habt ihr mal ein bisschen eine andere Seite kennengelernt, so ein bisschen im Speicher drin, wie so ein Programm aussieht. Und wir werden da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu machen. Wenn ihr Interesse habt, dann schreibt mir das Ganze vielleicht in die Kommentare oder ja, am besten in die Kommentare. Und genau, dann hören wir uns schon wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.